einfach spielen. Wortschlag. Vielen Dank. Ich glaube, gerade für dieses Spaßprojekt muss man Freunde einladen. Also der Helmut Branny ist wirklich ein Freund und wir kennen uns sehr lange und wir haben viel zusammen gemacht und wir wollen wirklich eine lockere Aufnahmeatmosphäre, wo wir gemeinsam arbeiten können und wo wir nicht irgendwie jetzt ein Orchester beruhigen müssen, dass es vielleicht noch 5 Minuten dauert, sondern wo alle Spaß dran haben und wo eine ganz lockere Atmosphäre herrscht. Es war wirklich meine Idee. Also ich habe seit Jahren mal mit dem Wunsch mit mir rumgetragen, sowas zu machen und so eine eher lockere Platte mal zu machen. Aber so ein Konzept muss reifen. Es ist dann doch wieder ein Konzept dahinter, nämlich das Konzept, dass es sehr viele verschiedene Geschmacksrichtungen, sehr viele verschiedene Farben auf der Platte gibt. Und jedes Stück steht für einen anderen musikalischen oder Charakter oder für eine andere Stimmung im Leben. Es ist eine Herausforderung für uns, diese ganzen Farben wirklich ganz, diese verschiedenen Stimmungen wirklich rauszuholen. Und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht bei der Platte, dass man wirklich in kurzen Stücken, also mal in 3 Minuten oder 4 Minuten, eine ganz andere Welt ausdrückt in jedem Stück. Es gibt sicher Sachen, wo man zunächst mal schmunzelt, wie gesagt, gerade Wesendonck, nicht mit Sänger, sondern mit Cellisten oder Bach-Kantate, wo ich wirklich den Gesangspart übernehme. Aber ich glaube, wir müssen experimentieren, wir müssen was Neues machen, weil das Cello-Repertoire zu erweitern ist geradezu ein Muss, denn das Standard-Repertoire ist zwar sehr schön, aber doch wirklich begrenzt. Problematisch ist natürlich, dass es eine Gesangspartie ist und er spielt es auf dem Cello. Das kann natürlich auch manche Kritiker hervorrufen, aber ich finde das mal interessant, dass man auch die Gesangsstimme einen Cellist spielt und diese wunderbare Musik einfach instrumental mal klingt. Und er hat ein wunderbares Cello und er spielt auch sehr schön, dass man das mal von einer anderen Seite beleuchtet. Das ist natürlich ein tolles Studio und hat sehr viel Tradition, klingt sehr gut, ist nicht ganz unkompliziert in Bezug auf die Akustik, aber das Resultat ist immer sehr sinnlich. Also man kann hier sehr, sehr gute Platten machen.
Das muss fast wie ein schlechter Schnitt klingen. Der Bild war nicht viel anders vorher, dass ich irgendwie gar nichts, sondern ich spiele einfach. Oder das hier, das muss, finde ich, viel mehr. Es muss mehr passieren, als dass es geplant ist. Richtig, oder? Das finde ich auch. Man merkt es auch bei dem Pokémon Menomosa an der Einstellung. Schön. Sehr schön, das ist echt schön geworden. Macht Spaß mit euch. Ja.